Haben Sie es gesehen? Ich bin mit meiner Frau in unserem Auto dorthin gefahren. War ein toller Ausflug. Wie komme ich dorthin? Wenn Sie den Bus nehmen, müssen Sie umsteigen und es dauert sehr lange. Sie müssen ein Taxi nehmen, aber ich warne Sie. Die werden Sie ausnehmen. Würde Ihrer Frau ein Ausflug mit dem Auto gefallen? Das bezweifle ich. Die Toten reisen nicht besonders gern. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Entschuldigung. Planen Sie keinen Urlaub? Mit einer schönen Frau wie Ihnen würde ich gern. Sie könnten mir die Insel zeigen. Ich habe dieses Auto nicht mehr gefahren, seit meine Frau gestorben ist. Normalerweise ist sie immer gefahren. Das ist kein Problem, ich kann fahren. Ich fasse es nicht. Sie und ich in diesem alten Auto. Also, geht es los? Ich kann nicht. Sie würden mich als Ihren Partner ansehen. Das ist zu schade. Ja, ich beginne Sie zu mögen. Ich brauche das Auto wirklich. Ich weiß nicht. Vielleicht könnte ich es Ihnen leihen. Wunderbar. Es ist das grüne Auto drüben beim Café. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, in welchem Zustand es ist. Das kriege ich schon hin. Mein Vater hatte eine Werkstatt. Na dann, vielleicht klappt es ja. Aber erzählen Sie nicht herum, von wem Sie sich das Auto geliehen haben. Eins noch. Sie machen eine Pause, oder? Das ist nach einem derart schwierigen Fall ziemlich klar. Würden Sie bitte bei dem alten Hotel vorbeischauen, wenn Sie einen Moment Zeit haben? Wieso sollte ich? Um eine Leiche aus dem Aufzug zu entfernen. Danke. Wir sehen uns dann, wenn ich zurück bin. Gute Reise. In diesem Land werden Graffiti subventioniert. Die Batterie ist komplett leer. Die Anzeige steht auf Null. Kein Wasser. Die Batterie ist leer. Das ist schwer wie Blei. Dafür brauche ich ein Werkzeug. Ja.
als voll aufgeladen angezeigt. Das sieht gut aus. Es ist Wasser im Kühler. Das Radio sieht älter aus als der Magnetismus. Oh, das war ein Schnelldurchlauf durch die Demo zu Kunst des Mordens der Marionettenspieler. Jekts im Handel. Da war jetzt aus meiner Sicht nicht besonders viel zu kommentieren. Ich hatte es auch schon mal durchgespielt gehabt, falls sich der eine oder andere fragt, weil ich die Demos ja normalerweise im Blindrun mache. Es war auf jeden Fall, hat mich das sehr an Teil 1 erinnert. Soweit ich weiß, ist das Kapitel in Kuba das vorletzte des kompletten Spiels. Von daher ist es mit Sicherheit schwierig, in die Geschichte einzusteigen. Hat aber auf jeden Fall sehr gut ausgesehen. Und ich bin wirklich sehr gespannt darauf, Teil 2 von Die Kunst des Mordens dann mal als Komplettversion in die Finger zu bekommen. Ich hoffe, die Videos haben euch Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Tschüss.